Überall Slogans, die den Käufer bewusst auf die falsche Fährte locken. Erotische Anzüglichkeiten als Werbung für Fruchtdrinks. Dem einen schmeckt's, dem anderen nicht. Es geht um Saft. Aber da muss jetzt unbedingt mit Sex mit rein, weil Sex sells. Boah, muss Sex mit rein. Jeder hat gern Sex und ist so eine Sache, wo alle drüber lachen. Toller Wortwitz. Also ich find's ein bisschen bescheuert. Widerlich? Aus dem Alter bin ich raus, wo ich alles sexistisch finde. Die gefallen mir sehr gut. Ziemlich lustig. Ich hätte jetzt auf jeden Fall Bock, das mir zu holen. Zum Probieren, ja. Und so manche Anspielungen sind für so manchen Kunden einfach zu bemüht. Dann nämlich, wenn der gar nicht erst drauf kommt, was er da kaufen soll. Um was könnte es hier wohl gehen? Wofür wirbt dieses Plakat? Was glauben Sie? Für ein Eis? Nee. Zweiter Versuch? Kosmetik? Ich weiß wirklich nicht. Ich keine Ahnung. Wurst oder sowas? Weiß ich nicht. Lippenstift. Ein Bäcker? Laugenstange. Falsch. Zweiter Versuch? Badehose? Ist eine Werbung für ein Fitnessstudio. Wie finden Sie die? Oh Gott, also schwer, da eine Assoziation zu bringen zum Fitnessstudio. Für ihn sind die Missverständnisse zweitrangig. Mit der provokanten Kampagne hat Fitnessstudio-Chef Nico Herzog erreicht, was er wollte. Man redet mittlerweile über uns und das war unser Ziel. Wir wollten auch nicht provozieren, aber wir wollten halt auf uns aufmerksam machen. Und zwar nicht standardmäßig mit normaler Werbung, die einfach nervt oder die einfach nur sagt, das und das haben wir, sondern dass die Leute unsere Bilder im Kopf behalten und vor allem auch unsere Sprüche. Dass nicht alle die Sprüche gut finden, nimmt Herzog in Kauf. Auch, dass ihm manche Sexismus vorwerfen. Solch bewusst zweideutige Werbung kann aber auch nach hinten losgehen, warnt Experte Martin Blach. Ich würde da eher auf die Idee kommen, das wäre ein Bordell oder ein Swingerclub. Das ist eher so, verstehen Sie mich nicht falsch, aber auf der Ebene Arschgeweih, Katzenberger und so weiter und so fort. Vielleicht ist das die Klientel. Wenn es die Klientel wäre, könnte das funktionieren. Besonders seriös ist das nicht. Das wirkt extrem billig und wie gesagt etwas niveaulos und platt. Ein harter Vorwurf. Wie aber kommt Nico Herzogs Kampagne denn nun bei seiner Zielgruppe an? Also ich finde, im Leben, man muss ja auch immer mal lachen können und das kann man da definitiv. Und du? Ja, würde ich auch so sehen. Gibt schlimmere Werbung, würde ich sagen. Ich find's irgendwo auch witzig. Man muss ein bisschen locker damit umgehen, nicht als so ernst sehen. Auch Genderforscherin Stevie Schmiedel findet nicht, dass die Kampagne zu weit geht. Am Ende aber entscheidet der Deutsche Werberat, welche Slogans angegangen werden. Diese Werbung, die kann man nicht angehen, muss man auch gar nicht angehen. Die ist als solche nicht diskriminierend, sie ist zweideutig. In einem Bild ist die Werbung auf jeden Fall zu weit gegangen, in einer Blowjob-Optik. Und man nicht mal genau erkennen kann, was die Frau eigentlich im Mund hat. Da ist die Werbung auf jeden Fall zu weit gegangen, das Bild würde gerügt werden. Gegen die anzügliche Smoothie-Werbung liegen dem Deutschen Werberat mehrere Beschwerden vor. Hier in Berlin hängen die Plakate. Im Gegensatz dazu hat sie die Stadtverwaltung München gerade verboten. Der Hersteller sieht's locker und erklärt, es gehe doch nur um Samen, die sich am Boden einer Saftflasche gestaut haben. Eine Frage des Humors eben.